Hans, was machst du hier? Ich installiere gerade Bücher. Die Einweihung meiner neuen Bibliothek hier. Ab heute gibt es hier eine neue Bibliothek. Und hier können Leute dann Bücher herschicken und Bücher lesen, um zu wissen, wie es weitergeht in der Zukunft. Und was ist das Wichtigste an deiner Arbeit hier? Was ist dir sehr wichtig? Ich denke, dass es das Schöne hier war, dass diese Arbeit auf verschiedenen Ebenen war. Also als draußen der Jägerstand, der zum einen auch Spaß gehabt hat zum Bauen und glaube ich auch sehr schön auch reinpasst und so ein Signal sendet, dieses Jagen und so archaisches Signal nach außen. Archaisch und eigentlich so ein Konterpunkt, auch dieses mehr nach innen zu gehen. Auch diese Bank umzumünzen in so eine Beratungszentrale, die eigentlich für alles offen steht. Wo eben auch jetzt in Verbindung ist mit dem Inserat in der FAZ, in der Wall Street Journal, wo Banker aufgerufen worden sind, eben für diesen Ort hier Bücher vorzuschlagen. Hans, was bedeutet es für dich, bei noch nicht mehr handelndem unmarkierten Raum in Berlin dabei zu sein? Das ist erstmal schön, dass du hier bist und dass wir zusammenarbeiten mal wieder. Und ich denke auch, dass diese Idee schwebte im Kopf seit einem Jahr. Ich habe es aber, wenn kein Anlass da ist, das ist so ohne Ansatz, ist es ganz schwierig. Und von daher bin ich ganz froh, dass wir jetzt hier wirklich sozusagen einen Ort gefunden haben, um das auch anzustoßen, um so eine Idee einfach zu platzieren, um weiterzuentwickeln. Und das, glaube ich, ist eine ganz tolle Geschichte. Und das passt auch dann ganz gut ins Konzept auch gleich, denke ich. Dass es auch wirklich innen, außen, Signale nach außen geht, aber genauso offen ist für Einflüsse. Aber jetzt nicht sich anbietet, Partizipation und sonst was, sondern ich glaube auch manchmal vielleicht sogar was aufdecken kann, wie menschliche Handlungsformen und Weisen, wo man, ich denke, auch im Endeffekt darauf bestärkt wird, vorwärts zu, also eigene Ideen vorwärts zu preschen und vorwärts zu treiben. Hans, vielen Dank für das Gespräch. Danke.